Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf meinem Kanal Palworld. Gucken wir heute mal rein oder für die Insider Palworld. Haha, Flachwitz, komm raus. Ja, du bist umzingelt. Ja, wir gucken heute mal in Palworld rein und wie man es vielleicht schon auf Twitch vermuten mag, das Spiel wird wahrscheinlich gerade wieder so dermaßen gehypt, weil ich glaube, drei Viertel meiner ganzen Streamer, die ich so auf Twitch gucke, die streamen momentan alle Palworld. Und deswegen gucken wir da auch mal rein, weil ich hatte das auch auf der Wunschliste und es ist jetzt halt rausgekommen und deswegen wollte ich da auch mal reinschauen. Mal ganz kurz gesagt, Palworld soll so ein Ding sein zwischen Ark und Pokémon und was weiß ich nicht alles. Also es gibt da wohl auch mehr Spieler. Das ist ein Early Access Titel und an mehr Spieler teilnehmen Einladungscode. Ich denke mal, das ist dann halt für andere Server zum Beitreten oder sowas. Mehr Spieler starten. Ich weiß nicht. Wir starten auf jeden Fall einmal in die erste Gameplay-Stunde. Deswegen gehen wir mal einfach auf Neue Welt erschaffen. Ich habe hier zwar schon ein Spiel gestartet, das war einfach nur, um die insgesamt mal die ganzen Einstellungen zu testen. Blub, blub. Ich nenne es einfach mal blub, blub. Inseln. So, ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist. Vielleicht wird daraus ein Seed erstellt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir lassen den Schwierigkeitsgrad mal auf Standard. Spiel beginnen, jupp. So, das machen wir auf jeden Fall mal. Wie gesagt, so die erste Stunde Gameplay gucken wir mal rein. Mal sehen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Bestätigen. So, keine Ahnung. Wir belassen es einfach jetzt auch mal beim Standard. Ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Bei den Charakteren, so viel kann man jetzt auch tatsächlich noch nicht einstellen. Wobei, na gut, man kann ja ein bisschen, da kommen wir so ein bisschen tüdeln wir rum. So Torso-Größe. Okay, gut. Machen wir 50-50 alles. So, Gesicht ist, glaube ich, das lassen wir einfach. Wir lassen das einfach mal so alles auf Stand. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier stundenlang rumzuhühnern. Machen wir das Spiel, starten. Wir wollen ja was von Gameplay sehen. So, Palworld. Und ich bin gespannt, was uns erwarten mag. Ist halt ein bisschen knuffiger gehalten, das Spiel. Das ist schon ein bisschen knuffig, das Spiel. Ne? Aber lass uns mal überraschen. The Tower, was? The Tower, Three Holes. Das habe ich jetzt gerade wieder nicht gelesen. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Tablet, das ist gut. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. So, was haben wir denn hier? So, da haben wir da. Können wir da gucken? Da können wir gucken. Was geht's denn da runter? Windstieghügel. So. Mit der Steuerung habe ich mich ganz leicht vertraut gemacht. Ganz leicht. Was jetzt nicht heißt, dass ich der übelste Pro bin. Aber ich habe zumindest schon mal die WASD-Belegung habe ich zumindest schon mal eingestellt. Okay. Ach, guck mal, da ist noch eine Kiste. Jo. Ein paar Sachen gibt es grundlegend erstmal zu klären am Anfang. Ich glaube, wir müssen ja erstmal das Tutorial. Wir haben ja oben rechts das Tutorial, was wir erstmal machen müssen. Achso. Jo, was haben wir hier? Notizen Schiffbrüchigen gesammelt. Bauen, das machen wir später, weil wir brauchen erstmal Materialien ein bisschen zum Bauen. So, sammle herabgefallene Äste und schlage gegen Bäume, um Holz zu bekommen. Das kriegen wir hin. Ja, da müssen wir auf die andere Seite. Ich weiß gar nicht, wofür das Areal hier da ist. Abgesehen davon, dass da noch eine Kiste ist, die ich übersehen habe. Und die wohl leicht im Boden versunken ist. Vor Scham, hoffe ich. So, naja, gut. Goldmünze und Pfeile haben wir gekriegt. Okay. So, ich weiß nicht, ob das Areal für noch irgendwas Gutes. Theoretisch könnte man hier ja... Ich weiß nicht, ob man hier bauen darf. Aber, naja. Gehen wir erstmal auf die andere Seite, weil da ist... Da geht der richtig der Punk ab. So, da sind wir. Palworld. So, da haben wir schon, wie gesagt, so eine Art kleinen Pokémon. Sieht man vielleicht da hinten? Ne, es sind keine Pokémon, es sind Pals, ne? Also nicht, das ist eine heiße so Pokémon. Nein, es sind Pals. So, und wir sollen Holz einmal sammeln. Einmal Holz, ein bisschen Holz sammeln und Steine können wir noch mal sammeln. Guck mal, da sind so kleine Schäfchen. Noch mehr kleine Schäfchen. Und die muss man nachher auch sammeln. Ich habe da, wie gesagt, schon so ein bisschen reingeguckt. Aber nur, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen, beziehungsweise dann das Keybinding nochmal ein bisschen zu optimieren für mich, damit ich damit auch klarkomme. Man kann es auch mit Controller spielen, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren, weil ich glaube, so viel
Gibt es hier tatsächlich nicht zu steuern. Klingt jetzt erstmal blöd, aber ne, ich glaube, man kommt, glaube ich, auch mit dem Controller ganz gut zurecht. Man braucht, glaube ich, nicht unbedingt Tastatur und Maus. Auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen angenehmer ist. Aber man kommt, glaube ich, auch mit dem Controller, glaube ich, ganz gut klar. Und es ist wohl so, ich weiß nicht. Es ist, man muss natürlich mal gucken, was man dann im Spiel so machen kann. Aber man baut halt natürlich viel. Man kann grinden, man kann diese Viecher zum Beispiel, die kannst du halt einfangen, so ähnlich wie bei Pokémon, ne? Dass du dann halt so eine, dass du die in so eine Sphären kannst du die halt, einsammeln und fangen und dann können sie auch für dich arbeiten. Das heißt, Dinge abbauen, bauen und bedienen und transportieren und weiß der Geier was. Also da schwingt eine ganze Menge von anderen Spielen noch so ein bisschen mit. Finde ich in sich ganz lustig und wie gesagt, die Grafik finde ich auch recht putzig. So, aber trotzdem, schau dir das Survival Guide an, das machen wir einmal aus, Survival Guide. Ja, da kann man natürlich überall reingucken, was ist eine Paypal-Box, ja. Das ist, der Gag hört auch nie auf. Eine Pile-Box, wie man fängt, dein Team, bla bla, Sattheit, das gehen wir jetzt mal alles nicht durch, wir wollen ein bisschen was vom Gameplay sehen. So, öffne mit B das Baumenü und setze eine primitive Werkbank. Ich hatte hier irgendwo, war das nicht hier? Da ist jetzt schon ein bisschen weiter. Da oben musste ich nochmal hin, weil da saß noch jemand am Feuer. Da können wir nochmal ganz kurz nochmal vorstellig werden. Dim, 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 dim. Ja, klettern kann man hier übrigens auch, ne? Man kann hier so, na gut, es sei denn, man hat keine Stamina. Es müsste aber hier auch gehen, wir können es mal ausprobieren. So, da könnt ihr so nämlich ranklettern, das geht auch. Das finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob man den Charakter aufwerten kann. Ich gehe mal davon aus, dass es nachher geht. Dass man halt so Stamina oder sowas, dass man die vielleicht ein bisschen aufwerten kann. Davon gehe ich aus. Schnellreise freischalten. Ich mache das mal. Ein Technologiepunkt erhalten. Ach so, okay. Das ist dann einfach wahrscheinlich nur ein Marker. Ne? Dann wahrscheinlich gibt es von den Dingern auf der ganzen Karte diverse Stück. Und dann kannst du wahrscheinlich dann hin und her reisen. Finde ich ganz cool gemacht. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Expeditionsüberlebende ansprechen. Ein Schiffbrüchiger, jemand, der nicht nach Pals riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle und von denen, die mit mir kamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Pals aus abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Okay. Also passiert hier noch irgendwas? Ich bin müde. Anfangs habe ich für jeden Einzelnen ein Grab geschaufelt, aber irgendwo bei 100 habe ich aufgegeben. Wer hier pennt, lebt nicht lange. Wenn man einen Pal gezähmt kriegt, gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, aber keine meiner Kameraden hat das hinbekommen. Hey, hast du da etwa eines dieser antiken Geräte? Damit sollst du Palsphären herstellen können. Und wenn du Palsphären hast, kannst du Pals fangen. Okay, dann machen wir weiter. Guten Tag. Ich bin der Nordisch. Oder die Nordine. Ja, keine Ahnung. So, wir müssen immer noch ins Baumenü. Ich würde mal direkt mal hier direkt... Ach nee, warte mal. Da vorne sind die Ressourcen. Lass uns mal da hingehen. Lass uns mal da ein bisschen was bauen. Und da blinkt schon was lecker. Kativa. Was war das hier? So ein Stein. Hier nehmen wir natürlich mit. Steine nehmen wir mit. Brauchen wir. Und hier haben wir eine Palsphäre. Ja, siehst du mal. Wirf mit Q eine Sphäre, um Pals zu fangen. Geschwächte Pals sind leichter zu fangen. Okay. So, ich halte irgendwie F immer gedrückt. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie auch so eine Krankheit. So eine Looter-Krankheit. Immer gedrückt halten, wie ein Staubsauger durch die Gegend zu laufen. Yeah. Aber ich glaube, hier können wir vielleicht mal so nicht eine Base bauen, aber vielleicht mal so eine Werkbank bauen. Vielleicht hier, also vielleicht mal hier so prophylaktisch hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo Sinn macht. Da ist noch ein Holzilein. So, einmal B drücken bitte. Und dann haben wir hier die primitive Werkbank. Die drücken wir hier mal irgendwo in die Ecke. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht, wenn wir hier bauen. Aber es ist erstmal nur zum Ausprobieren. So. So, einmal stornieren oder wir wollen natürlich bauen. So. Schawupsel. Fertig. Keine Gegenstände in der Warteschlange. Level up. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte Palsphäre frei. Jetzt muss ich auch mal gucken. Palsphäre, das ging, glaube ich, für eine Technologien. So, dann haben wir jetzt insgesamt 13 Punkte. Sehr geil. Eine Palsphäre, die sollen wir freischalten. Ich glaube, wir schalten auch mal den ganzen anderen Schmutz hier oben frei.
Kling, 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 kling. Wir haben ja schon ein paar Punkte mehr. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal hatte ich nicht so viele Punkte direkt am Anfang. Einmal alles nacheinander. Guck mal hier. Ein paar Strohbett, ein mieses Bett, ein Pfeil, ein alter Bogen. Reparaturset, Stoff. Wir machen mal einen Bogen. Waffen sind immer gut. So, na gut, wir können uns das alles leisten, ne? Das sind jetzt nochmal 4 Punkte. Naja, das reicht natürlich nicht. Wir machen nochmal ein Strohbett und einmal Stoff. Gegenstand Reparaturset, ich denke mal, das kommt gleich noch. Futtertrog, sieht auch schon mal lecker aus. Könnte ich auch glatt Hunger kriegen. So, okay. Ja, dann machen wir das jetzt mal so. Stelle eine Palsphäre her. Okay, alles klar, eine Palsphäre. Dafür brauchen dieses Palladium-Bruchstück, Holz und Stein. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Stein, bisschen Holz und diese Palladium-Bruchstücke. Ich glaube, die kriegen wir aus diesen blauen Dingern raus. Da, diese Dinger zum Beispiel. Aber dafür brauchen wir erstmal noch mal ein bisschen Werkzeug. Da kriegen wir noch ein bisschen, brauchen noch ein bisschen Werkzeug. Das heißt, eine vernünftige Spitzhacke. Und für Holz auch noch eine vernünftige Axt. Wie man das so kennt. Jö. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Payworld, will ich immer sagen. Warum will ich immer Payworld sagen? Palworld oder Paulworld oder wie auch immer man das ausspricht. Hatte ich gar nicht mehr so oft auf dem Schirm, muss ich zugeben. Sondern, naja, ich habe so viele Spiele auf der Wunschliste, dass dann auch Palworld einfach an mir vorbeigegangen ist. Bis ich dann gesehen habe, hey, es wurde ein Spiel von deiner Wunschliste veröffentlicht oder was weiß ich, was da wieder steht. Da dachte ich mir, ja, okay, gut. Schade. Ja, das ist immer so das. Und dann, ach, das kostet ja wieder Geld. Wer hätte das erwartet? Warum sind hier keine Steine? Ich denke auch mal, dass wir die hier abbauen müssen. Ich hoffe, dass wir, vielleicht sollten wir erstmal eine Spitzhacke bauen und dann kriegen wir ein bisschen Stein. Ich würde ganz gerne nämlich in dieser 1 Stunde auch gerne natürlich ein paar Pals natürlich einsammeln und gucken, wie die halt arbeiten. Ich weiß nämlich auch nicht, ob die tatsächlich auch für einen grinden können oder ob man das selber macht oder ob die nur Sachen transportieren. Ich habe ganz ominöse Bilder gesehen von irgendwelchen Hühnchen. Nee, Schafe waren das. Naja, es sind ja Pals. Die heißen Lambal oder Lambol. Die quasi mit MGs in einer Reihe und das finde ich schon ein bisschen krass. Oder irgendwelche komischen Viecher mit Gatling in der Hand, also oder in der Pfote. Das sah ein bisschen... Aber das macht mich persönlich schon mal. Das finde ich aber schon persönlich sehr schön. So, greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Palsphäre, um den Pal zu fangen. Suche dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ah, okay. Also die Palbox ist dann quasi mein Lager. Das ist interessant. Aber lass uns erstmal gucken, dass wir hier so eine Pickaxe bauen. So, und zwar bauen wir das Ding. Dann bauen wir... Achso, müssen wir nochmal gedrückt halten. So, dann machen wir nochmal ein Knüppel, weil wir sollen die Viecher hier angreifen. Und dann organisieren wir uns gleich erstmal diese Kristalle. So, einmal ganz kurz gucken. Achso. Ja, keine Pals in deinem Team. So. Man muss es immer wieder nochmal wieder extra aufnehmen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay, sei es drum. Guck mal, da unten ist ganz viel. Da müssen wir viel abbauen. Oh, da müssen wir viel abbauen. Oh. Ich glaube, da sind diese Kristalle drin. Und ist noch was Grünes da. So, und da kriegen wir nur diese Palladium-Bruchstücke. Die kriegen wir hier raus. Das erinnert so ein bisschen jetzt wieder an Fortnite. Dieses Abbauen. Ach, guck mal hinten. Da waren noch Kisten. Stimmt, das hatte ich auch noch mal gesehen im kurzen Anzocken. Und natürlich kann man bauen, natürlich kann man craften. Ist ja klar, grinden. Das ist so das Übliche bei solchen Spielen. Jo. Sag mal. Ach, scheiße. Ich komme hier nicht raus, weil ich nicht springen kann, weil ich komplett rot bin. So, sehr gut. Bruchstücke. Palladium-Bruchstück. 3-mal. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt brauchen für so ein Palladium-Ding. Also für so eine Sphäre. So, weiß nicht, was. Okay. Wofür wir das nachher brauchen, das weiß ich jetzt auch nicht. Das werden wir sehen. Das wird wahrscheinlich irgendwas wie Eisenerz sein oder irgendwie, was weiß ich was, irgendwelche Erze. Gucken wir uns auch gleich an.
Kann man eigentlich im Baumenü... Reparaturwerkbank, okay. Palladiumbruchstück. Ich weiß nicht, wie viel Palladium wir brauchen tatsächlich. Ob wir nur ein oder zwei Stück brauchen. Aber das kriegen wir gleich raus. Hier laufen eine Menge von Viechern rum. Nehme ich noch ein bisschen Stein mit. Stein brauchen wir ja auch. Und wir haben, glaube ich, auch eine... Ich muss mal eben gucken. Es steht hier noch nirgends. Ach, da steht's. Unten steht ja noch, dass wir nur... Also, dass wir 300 Kilo oder 300 Einheiten mit uns rumschleppen können. Da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Also haben wir wieder mal... Ja, solche Sachen haben wir natürlich dann auch wieder. Solche Probleme. Gewichtsprobleme, das... naja, das ist normal. So, nur meine Kleinen. Euch werde ich alle einsammeln. Na, jeden Einzelnen von euch. Ich werde euch versklaven. Ey, ich werde euch bitten, mit mir zusammenzuarbeiten, natürlich. So, da oben ist noch eine Kiste, die gönnen wir uns. Ach, ich sehe jetzt gerade, wir haben ja auch eine Hungerleiste. Ach, scheiße. Auch das noch wieder. Nee, du. Junge, was haben wir denn hier? Eine Goldmünze, Fall und Megasphäre. Oh, Megasphäre. Das ist sicherlich gut, schätze ich mal. Das ist doch sicherlich fein. So, was brauchen wir? Ich gehe mal hoch zur Werkbank, was wir jetzt an Sphärenmaterial brauchen. Ich, warte mal, nee, ich kann nicht dran vorbei. Ich muss gucken, was dieses Grüne ist da hinten. Da hinten, da ist ja noch dieses ganze... Zeug hier. Diese Splitter müssen wir noch einsammeln. Und da hinten ist noch irgendwas Grünes, was ich haben will. So. Da würde ich ganz gerne hin. Da komme ich aber so jetzt nicht ran. Da muss ich einmal um den Pott rennen. Scheiße. Aber cool ist, dass die Viecher schon mal an sich relativ entspannt sind. Die laufen zwar weg, aber... Ich denke mal, wenn sie von sich aus nicht unbedingt angreifen, dann ist es noch recht entspannt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es... nur im Startgebiet so aussieht. Nachher hast du garantiert Gebiete, wo du nachher diese Pals, wo die halt richtig garstig werden können. Vor allem, wenn wir die zähmen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt einfacher wird. Im Tag-Nacht-Zyklus scheint es auch zu geben, sonst würde da unten, wäre da unten die Sonne nicht. Sammle Liv-Muck-Statuen und opfere sie einer Statue und Kraft, um den Geschick Empfang vom Pal zu verbessern. Ah, okay. Sei es drum. So, ich nehme mal, glaube ich, noch ein bisschen was von dem Kram mit. Ich sag ja, ich weiß nicht, wie viel ich von dem Kram brauche. Ich weiß nicht, wie viele Palladium-Bruchstücke ich brauche. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich ein, zwei Stück. Vielleicht brauche ich auch alles. Oder viel. Ich habe keine Ahnung. So, dann mal hier hoch. Scheiße, ich glaube, das war nicht so schlau. Aber da ist eine Höhle. Ah, hier überall kann ich hochklettern, aber hier nicht, oder wie? Doch, hier geht's. Sah das wie eine Höhle aus, oder? Ich glaube, das war gar keine Höhle. Doch, auch hier nicht. Nee, auch nicht wirklich. Na gut. Achso, hier hätte ich auch einfach hochgehen können. Na gut. Egal. So, hier oben sind wir wieder. Nehmen wir mal so einen Lammball mit, oder was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wofür die, was die machen oder nicht machen. So, machen wir einen Knüppel. Es tut mir ja leid, dass ich euch verprügeln muss, aber das sagt das Spiel. Ach nee, warte mal. Ich hab, kann noch, oder, na, einen kann ich ja machen. Ah, okay. Wir haben einen gefangen. Sehr schön. Angsthase, Arbeitsvieh. Arbeitsvieh plus Angsthase, na gut, das hätte ich mir bei so einem Schaf schon fast gedacht. Du hast deinen ersten Pal gefangen. Stelle Palsphären her, machen wir jetzt auch gerade. Dann muss ich nur erstmal wieder auf die andere Seite latschen. Da war nämlich unser Lager. Achso, guck mal, und links zeigt er es jetzt auch an, E. Und 1 und 3 schätze ich mal, das ist dann halt für links, rechts, also dass man dann halt die verschiedenen Viecher auswählen kann. Nein, oh, vorsichtig, nicht runterfallen. So eine Katze will ich auch haben, ich will sie alle haben. Hallo. Oh, das ist ein kleiner Schisser, ne? Aber macht ja nichts. Ich werde sie schon alle zähmen. So. Einmal Rezept wählen. Einmal eine Sphäre, bitte. Und Palladium-Bruchstück. Also wir brauchen ein Palladium-Bruchstück. Dann brauchen wir dreimal Holz und dreimal Steine. Das heißt, wir können 7 Stück können wir herstellen. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal, ne? Wir machen jetzt einfach mal ein paar Palsphären. Das sind, glaube ich, nachher Sachen, diese Herstellung, das können wir, glaube ich, nachher die Pals machen lassen.
Du hast ungenutzte Statuspunkte. Auch das werden wir uns gleich noch angucken. Stelle eine Palsphäre her. Das haben wir ja schon gemacht. Ich denke mal, wir müssen die einmal aufnehmen. So, guck mal, jetzt ist es. Jetzt musst du einmal herstellen, jetzt musst du es noch einmal erhalten. Das ist auch irgendwie lustig. So, suche dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ja, ich weiß nicht, bauen wir hier direkt. Ich meine, ich denke mal so, das passt schon, ne? So, eine, was soll ich machen? Pal. Hier geht's, glaube ich, nicht. So, eine Flasche, eine Pal-Box. Kann das sein, dass ich die nochmal, ich glaube, die muss ich nochmal extra lernen, oder? Eine Pal-Box, ne, die haben wir doch hier. Da fehlt uns aber Holz für. Gut. Mäh. So, das heißt, wir brauchen Holz. So, ein bisschen Holz brauchen wir noch. Ich weiß auch gar nicht, ob das Werkzeug der Knüppel kaputt geht. So, kriegen wir vielleicht noch gerade ein bisschen eine Axt gebaut. Müsste eigentlich auch gehen. Axt, Scharwupsel. Einmal eine Axt. Dann holen wir uns ein bisschen Holz. Zack. Die wird automatisch ausgerüstet. Dann holen wir uns gleich mal ein bisschen Holz. Ah, guck mal. Da kriegen wir auch Faser noch raus. Sehr gut. Brauchen wir sowieso erstmal Holz. Wir müssen uns ja auch wahrscheinlich eigene Fundamente bauen, eigene Häuser und was weiß ich nicht alles. Und wir müssen natürlich wieder aufpassen, wegen Material. Und wir sind wieder Level Up. Du hast 6 TP. Sehr gut, dann können wir sonst gleich mal gucken, was wir freischalten können unter Technologie. Reparaturset natürlich. Gegenstand, normales Schild. Guck mal, da geht es nämlich schon los. Normales Schild. Da kommt garantiert irgendwie ein Schweinkram auf uns zu. Schlingenfalle. Oh, das klingt auch erstmal interessant. Alarmglocke. Eine Glocke, mit der du die Alarmbereitschaft der Pals im Lager ändern kannst, lege derzeit fest, ob deine Pals mit einem Angriff Eindringlinge zurückschlagen oder sich auf die Arbeit konzentrieren sollen. Ah, okay. Stoffkleidung. Schützt vor nächtlicher Kälte. Für die Herstellung wird primitive Werkbank benötigt. Benötigt Stoff. Ein Speer. Dafür brauchen wir Stein. Ja gut, das sollte eigentlich das Problem sein. Wie viele Punkte habe ich noch? 3. Nur für kleine Pals und Menschen. Brauchen wir überall noch Stein für. Ja, genau. So. Was sollen wir nochmal machen? So eine flache Stelle. Also eine Palbox. Eine Palbox. Wo kriege ich denn die Palbox her? Produktion. Hier, guck mal, das. Da kann man so ein bisschen switchen. Da ist das Menü. Ah, alles klar. Eine Palbox sollen wir bauen. Nicht genügend Material. Was brauchen wir dafür? Noch Stein. Okay. Auch das kriegen wir hin. Dann bauen wir gleich mal den ab, weil der ist sowieso im Weg. Ich weiß auch gar nicht, ob der sich komplett entfernen lässt. Aber egal, wir brauchen Stein. Ach, man kriegt sogar Palladium, mein Gott. Palladium-Bruchstücke sogar raus. Okay. This is very interesting zu sein. Also, jetzt muss er kurz aufpassen. So, einmal B, einmal A. Eine Palbox. Ich sag, ja, Pal, so eine Palbox. Die packen wir erstmal, ja, weiß ich nicht. Überlappt ein anderes Gebiet. Okay. Dann bauen wir es erstmal hier hin. So, guck mal hier. Ah, ja. Und Schuss. Jetzt geht alles mir. Ach, guck mal. Ja, okay. Guck mal, hier in dem Bereich können wir, glaube ich, bauen. Hier ist es gerade blau. Das hatte ich gerade gesehen. Guck mal, hier gibt es diesen blauen Streifen. Ich denke mal, in diesem Areal dürfen wir bauen. Okay. Greife auf deine Palbox zu und rufe einen Pal ins Lager. Greife auf deine Palbox zu. Lagerverbesserung. Warte mal, ich gucke erstmal, was wir verbessern können. Baue Holztruhe, setze einen Pal für Arbeiten im Lager ein. Lagerstufe 1. Okay. Palbox Management, Schnellreise. Schnellreise. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt hier vorne hin uns hinporten. Okay. Und wir wollen ja ins Palbox Management. Palbox 1. Pals ins Lager. Wir sollen ihn ins Lager rufen, ne?
Das sollten wir, glaube ich, jetzt machen. Öffne mit Tab dein Inventar und benutze mit Essensgegenständen, um den Hunger zu stillen. Okay. Ein bisschen was hatten wir, glaube ich, hier an Futter. Hälfte essen, eines nehmen. Eines nehmen, Hälfte essen. Ach so. Eines nehmen. STRG. Ach so, nee, essen. Okay, okay, Hälfte nehmen. Kann man das sonst... Nahrung, kann man das hier vorne irgendwie... Kleiner Futterbeutel benötigt. Okay. Sonst würde ich sagen, Hälfte nehmen, eines nehmen. Ach so, eines nehmen wäre Steuerung, das andere wäre Shift, Hälfte nehmen. Wie kann ich die denn sonst essen? Dem geben. Ach so. Okay, also Rechtsklick und dann kann ich mich auswählen. Alles klar. Gut. Parts, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Ach du Scheiße. So, wenn du ein Level aufsteigst, öffne Tab, dein Inventar, versuche deinen Status zu verbessern. Das haben wir, glaube ich, getan. 2 Punkte haben wir noch. So ein Futtertrog könnte man vielleicht noch bauen. Oder hier so ein paar Strohbett. Ich mache mal die Stoffkleidung. So, das haben wir auch. Das haben wir. Versuche deinen Status zu verbessern. Fange 5 Lambals. Ein und erhalte für Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Faldex. Ich will aber nochmal so ein Bett bauen. Weil da stand ja gerade, die sind ein bisschen mies gelaunt nachher. Kann man hier auch switchen? Nee, das geht nicht. Wo ist denn dieses Bett? Da ist ein Strohbett. Können wir das direkt bauen? Das können wir direkt bauen. Ich baue das mal direkt neben das Paldex. Kann in diesem Bereich nicht gebaut werden, da zu nah an einem speziellen Boss-Bauwerk. Okay. Dann, keine Ahnung, ich baue es erstmal hier hin. Jo, fein. Kälte. Uns ist kalt, das ist natürlich bedauerlich. Dieser Pal ist gesund und munter. Das ist schön. Tada! Fertig! Ich weiß nicht, ob die direkt hier pennen, ob die da automatisch hingehen und ob man die zuweisen muss. Okay, ich würde eigentlich ganz gerne noch irgendwie ein Feuer oder sowas nochmal machen. So, da zum Beispiel ein Feuerchen. In der Nähe hier so direkt. Weiß nicht, ob er das gut findet. Bauen, bauen in Folge. Zurück zum Baumenü, Bau einstellen, drehen. Ah, okay. Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn man mit der Mausrad das anwählen kann. So, da kann man sich doch garantiert wärmen. Das sollten wir mal in Anspruch nehmen, weil ich glaube, wir erfrieren hier gerade. Das sieht so kalt aus zumindest. Ah, herrlich. Zack, und ein bisschen Feuerchen. Guck mal, das passt doch gut. So, wenn du ein Level aufsteigst, öffne Tab, dein Inventar und versuche deinen Status zu verbessern. Aber das haben wir doch gerade schon gemacht. Inventar, Team. Keine Pals im Team, Technologien, das hatten wir ja Paldex. Ach, sollen wir jeden von denen einmal... Ah, nee, das ist ein Paldex. Das ist wahrscheinlich nur, was für Viecher man gesammelt hat. So eine Art Index. Gildenmeister... Option, Respawn, Fehler melden. Zurück zum Titelbildschirm. Nee, okay. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab. Gut, wahrscheinlich müssen wir erstmal noch ein Level aufsteigen. Dann würde ich doch mal... Ach, kaum vom Feuer weg, ne? Achso, können wir eigentlich ein Bett bauen? Warte mal. Ich möchte mal eine Sache ausprobieren. Ich meine, es geht nämlich, dass man nämlich auch... Dass man nämlich auch... Na, sag schon. Auch die Nacht über schlafen kann. Das würde ich sehr sympathisch finden. Ein Bett ist sowieso sehr viel angenehmer. Außerdem wäre, glaube ich, eine Kiste, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Weil wir sie die ganze Zeit eigentlich überladen. Und laufen die ganze Zeit durch die Gegend. Und gleich schon wieder voll. Warte. Noch ein Stückchen können wir. Noch ein Stückchen. So, das muss reichen. Gut. B, dann machen wir noch ein Bettchen. Ein Bettchen. Machen wir direkt auch daneben, oder? So, hier so ein kleines Bett. Muss auf überdachtem Fundament gebaut werden. Oh, nee. Nicht mal so ein kleines Mikro, das dürfen wir nicht. Oh, Mann.
Palstrobel. Ah, gut, scheiße. Gut, da haben wir... Achso, guck mal, hier haben wir die Fundamente. Verteidigung, Schlingenfalle. Das ist also für Böse. Dann haben wir hier eine Holztruhe, die können wir nochmal bauen. Die können wir sonst auch mal hier direkt hinbauen. Hier so, vielleicht. Oh. Machen wir mal ganz gnadenlos hier so hin. Da haben wir ein bisschen Platz. Kisten sind immer gut. Immer schön massig Kisten. Und dann können wir sonst hier auch mal ein Haus bauen. Guck mal, da können wir hier nämlich alles gleich reinschmeißen. Erz, das können wir hier reinpacken. Fasern. Bärensamen. Also das heißt, wir haben auch Beete. Wolle haben wir hier. 8 Sphären haben wir dabei. Ein bisschen Geld haben wir da. Was wiegt denn hier so viel? Steht das da auch drauf? Ja, ne? 65, 29. 0,8. 99. Das ist natürlich dementsprechend schwer. Okay, na gut. Dann lass uns mal ein Fundament bauen. Lass uns mal ein Fundament bauen. So, Bau, fundamentös, Holzdach, schräges Holzdach, Holztür. Machen wir erstmal hier so eine kleine Butz. Vielleicht mal hier hin auf der freien Fläche. Passt sich das, oh, man kann auch nach oben bauen, sehr schön, interessant. So ein bisschen höher kann man ja bauen, ne? So ein bisschen sexy, so. Achso, das setzt er dann auch automatisch, das muss man nicht extra bauen. Okay, das finde ich gut. Schön würde ich es finden, bauen in Folge. Ah, bauen in Folge. Das ist also bauen in Folge. Das heißt, mit Linksklick machst du ein Einzelnes, mit Rechtsklick machst du eine Serienbau. Das finde ich praktisch. So, kann man hier vorne was hinbauen? Ja, kann man, wenn man möchte. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Ja, passt schon. So, Holzfundament. Und hier können wir jetzt nämlich ein Bett draufbauen. Das war nämlich eigentlich meine Intention. So, und dann machen wir nämlich einmal ein Bett rein. So, und das bauen wir nämlich dann hier lecker hin. Zack. Dann können wir nämlich die Nacht über schlafen, weil ich weiß nicht, wie lange die Nächte hier sind. Ich habe keine Ahnung. Mission erledigt. Du kannst deine Pipebox verbessern. Okay, das machen wir auch gleich. Wenn wir dürfen, wenn wir können. Wird ja schon seinen Grund haben. Pipe ist genug gesund und munter. So. Können wir schlafen? Wie? Ich mach's einfach mal. Muss überdacht sein. Oh. Immer diese Sonderwünsche, immer diese extra Locken. So, das heißt, wir müssen einmal da noch ein paar Wände bauen. Wir machen uns erstmal eine Holztreppe, würde ich sagen. Die wir nicht machen können, weil uns Holz fehlt. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Dann ist die nächste Frage, wird Holz hier auch nachwachsen? Oder wenn Baum weg, dann weg? Müssen wir auch ein bisschen beobachten. Was macht eigentlich das Schaf? Also nicht das Schaf, Lamball. Irgendwas macht, sammelt. Okay. Lamball sammelt. Okay, was auch immer er sammelt, aber er sammelt. Kann natürlich sein, dass es so ähnlich ist wie bei Ark, dass die einzelnen Tiere haben ja meistens immer so Spezialitäten, was sie besonders gut sammeln können, etc. pp. Aber, gucken wir mal. So, dann machen wir uns noch eine kurze Treppe hier vorne hin. Eine Treppe. Die bauen wir erstmal dahin. Dann können wir hier hoch, dann machen wir hier eine Tür hin, würde ich sagen. Eine Tür. Öffnen. Und den Rest machen wir Wand. Wand, beziehungsweise hier hätte ich ganz gerne natürlich ein Fenster direkt neben dem Bett. Das war es auch schon. Achso, ja, stimmt. Das ist ja mal die einzelne. So, mal hier und da so ein bisschen noch ein bisschen Licht haben, ne? So. So, und Rest ist normal. Normale Wände. Zack, 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 zack. So, und dann machen wir hier nochmal ein schönes Dach rauf. Mit B. Holzdach. Schräges Dach. Dafür brauchen wir Holz, normales Holz. Da brauchen wir die Dachschrägen. Machen wir einfach ein ganz ordinäres Dach, oder? Ja, so ein einfach, so ein ganz simples. So. Sollte ja eigentlich gehen. Und dann machen wir. Achso, es gibt ja kein anderes Dach. Schräges Holz, schräges Holzdach.
Das will er nicht. Doch, da hat es doch gerade gesetzt. Gerade hat es doch hier gesetzt. Und dass er da nicht so ransnappt, ist natürlich schade. Ich bin Bauwerk verbunden. Warum geht denn das nicht? Warum geht hier die Tür nicht zu? Warum geht das Holzdach hier nicht rauf? Warum nicht? Kann man hier irgendwie rauflatschen? Oh ja. Ach, ich hätte ja hochklettern können, ich Trottel. Vielleicht, wenn man so einen Snap-Point hat, dann geht das vielleicht. Ah, will nicht so richtig, ne? So richtig will er nicht. So. Er will das unten setzen, aber nicht hier oben. Das finde ich ja merkwürdig. Oder müssen wir oben wieder noch so ein... Weil hier gibt es nochmal noch ein Holzdach und hier gibt es noch ein schräges Holzdach. Na komm, weißt du was? Dann machen wir hier einfach so ein... Nicht mit dem Bauwerk verbunden. Da. Und so machen wir das erstmal hier so und dann passt das schon. Ich habe jetzt keine Lust, hier eine Stunde rumzujuckeln. Dann machen wir einfach normales Flachdach und ist gut. So. Dann hat sich das. Schupp. Ah, so. Bäh. Das mal weg. Jetzt haben wir schon eine vernünftige Hütte. Guck mal, da können wir doch hier schon mal ratzen. Sehr schön. Und ich denke mal, da wird man... Ich weiß nicht, ob das auch Speicherort ist. Na, ich denke mal, das wird einfach so gehen. Sicherheitseinstellung. Okay, was kann man hier machen? Verriegelung aktiviert. Passwort. Ah ja. Okay. Aha. Aha. Passwort wäre jetzt 4x0. Kommt ja sowieso nicht hin. Okay, cool. Gut, wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche den Status zu verbessern. Tab dein Inventar. So, gucken wir nochmal Status verbessern. Gibt es hier noch irgendwas? Werte erhöhen. Ah, das ist der Start. Das sind die Statuspunkte. Das ist aber gleich mit Technologien, ne? Nee, ist es nicht. Werte erhöhen. LP würde ich sagen, ist immer eine gute Idee. Ausdauer ist immer eine gute Idee. Und Gewicht auf jeden Fall. Bestätigen. So. Haben wir gemacht. Sehr gut. Fange 5 Lammenbälle ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für deinen Paldex. Gut. Aber ich will mal kurz was gucken bei dir. Kann ich... Nee, kann ich nicht. So, Palbox Management, Verbesserung, Schnellreise. Hier kann ich aber nichts verbessern. Lagerverbesserung, Holztruhe. Setze ein Pal verarbeiten im Lager ein. Maximale Anzahl von Arbeitspals im Lager, Anzahl mögliche Lager 1. Lagerverbesserung. Ah, okay. Lagerstufe. Ach so, kann das sein, dass man immer, wenn man das auf grün hat, dass man das dann verbessern kann? Ja, siehst du, guck mal, hier sieht man es ja auch. Hier steht es ja auch. Baue Futtertröge, einen muss ich bauen und baue Pal Strohbett 1 von 3. Hm, okay. Verstehe. Also kann man das immer wieder aufbessern. Sehr schön. Futtertrog. Wir müssen uns aber erstmal 5 Lammbälle erstmal sammeln. Das werden wir jetzt mal tun. Irgendwo hatte ich die doch gesehen. Die wehren sich zum Glück nicht. Ich glaube, diese Katzen, diese komischen Katzenviecher da, die wehren sich. Die sind nämlich auch richtig garstig, muss man sagen. Aber wir brauchen ja die erstmal nicht. Wir brauchen erstmal die Lammbälle. Gucken, wo wir die Lammbälle haben. Guck mal, da unten sind schon mal 2. Da unten sind doch schon mal 2. 5 Stück brauche ich. Bam, bam, bam. Achso, jetzt einen Moment. Hallo. Ich will dir eigentlich nichts tun. Ups. Ups, ach, die werden sich doch. Und ich habe gerade, ich habe glaube ich noch keine Dings hergestellt. Keine Kugeln, keine Murmeln. Hä? Warum habe ich dann keine Dings dabei? Diese Sphären. Ich hatte mir noch welche gemacht. 7 Stück. Wo sind die hin? Waren die hier? Da habe ich doch 8 Stück da. Hä? Wieso geht das nicht? Warum habe ich keine Sphären dabei? Palsphären. Hä? Was kann ich damit 2 machen? Hä?
Ging das nicht? Oh, moin. So, ich knüppel dich mal eben gerade weg. So, einer. Also wir müssen die umhauen, dann geht das. So, wo ist der andere Heinz? Da unten. Oh, Alter, die sind ja richtig garstig. Oh, guck, was ist denn? Was bist du denn für einer? Mammorest. Okay. So, einmal umhauen und dann kriegst du den. So, eins von dreien. Wo war das andere Fisch? Das muss hier irgendwo auch noch rumtüdeln. So, einen brauche ich natürlich auch noch. So ein Riesenvieh. Der wird dir sicherlich auch noch feine Sachen machen. Ich denke mal, die werden nachher einzelne Funktionen haben. Die werden sicherlich Spezialfunktionen haben. Dass man mit denen bestimmte Sachen machen kann. Die einen sind vielleicht eher zum Abbauen, die anderen zum Transport vielleicht ganz gut. Die anderen verteidigen das Lager. Wir werden es erfahren. Was? Upsa. Okay, das waren 4 von 5. Wie viel habe ich jetzt noch? Hallo? Hallo? Die ist schon wieder am Eskalieren hier. So, wir brauchen noch eins. Wir brauchen noch einen Lammball. Da hinten ist noch ein Lammball. 2 sogar. Ich bin hungrig. Ah ja, warte. Nein! Warte doch mal. Ich hoffe, du läufst ins Lager, oder? Na egal, wir müssen jetzt sowieso noch eins fangen. So. Fange 5 Lammbälle. Sehr gut. Fange 30 Palzer Höhe dein Level. Oh, okay. Gut, aber ich glaube, kann ich dich mit einfangen oder wie ist das hier? Jetzt habe ich sowieso keine mehr. Ah, okay. Na gut. Vielleicht folgen sie mir auch. Ich weiß es noch nicht. Baue dein Lager auf und erhöhe die Lagerstufe auf 7. Ja gut, dann würde ich sagen, dann bauen wir es. Okay, der folgt uns. Okay, sehr gut. Der folgt uns tatsächlich. Ich bin hungrig. Einmal hungrig. Das heißt, wir futtern ein bisschen was. Lammballfleisch. Das ist vielleicht nicht so schön. Hälfte nehmen. Und das wollen wir ja. Das müssten wir ja nochmal. Wie ging das jetzt hier noch? Rechtsklick, ne? Ah, ne, das sind die Samen. So, Lammball. Ich könnte mich selber. Ach, ich kann dann auch die Viecher mitfüttern. Ach, guck mal, die haben ja auch. Diese. Naja, gut, dafür gibt es einen Futtertrog. Macht Sinn. Dafür gibt es den Futtertrog. Macht natürlich Sinn. Das werden wir gleich mal machen. Futtertrog, damit die Kleinen nicht hungern müssen, ne? So. So, Palmanagement. Jetzt haben wir Level 2 in die Box. Pal im Lager. Ich packe mal sonst noch eins ins Lager. Team. Das packe ich mal da ins Lager. In die Pal-Box. Kann man das irgendwie umbenennen? Nee, kann man nicht. Nach Pal-Dex-Nummer, nach Level, nach Element, nach Alpha-Pal. Ach, das gibt's auch noch. Meine Güte. Okay, cool. Falls sie kein Bett haben. Wir brauchen noch ein Bett. Okay. Wenn wir sagen, bauen wir noch 2 Betten. Für die Pals. Nee, für die Pals. Ein paar Betten. Dafür brauchen wir nochmal Holz. Holz und Fasern. Holz und Fasern. Ich würde ganz gerne gleich nochmal gucken, was die Pals machen, weil die muss man ja auch irgendwie steuern können. Dass man sagt, so hier, du sammelst dies, du sammelst das. Du transportierst das, machst dies und das und jenes.
irgendwas sollen die Viecher ja machen. Weil direkt anwählen kann ich die anscheinend nicht. Da kann ich nichts machen. Oder geht das über diese PAL-Management-Box? Der Angsthase. Wollerolle, freier Slot. Haben die verschiedene Eigenschaften? Ja gut, die haben tatsächlich mal ein bisschen verschiedene Eigenschaften hier oben. Da kann ich die... Kannst ja richtig... Kannst ja einige Sets hier... Ja, einige rein. Nee, ich wollte die eigentlich, ob man die irgendwie einstellen kann. Aber da kannst du auch nichts machen. Oder muss man die... Hier irgendwie Sicherheitseinstellungen. Gut, das kann man machen. Da wollte ich gar nicht hin und ich wollte hier an die Werkbank. Was machst du da? Anheben, anheben, Menü öffnen. Oh, okay, Menü öffnen. Zurück in die Box, ins Team holen, Details ansehen, streicheln, füttern. Oh, streicheln. Oh. Na, sehr schön. Also können wir doch interagieren. Füttern, Zeug in die Box, ins Team holen. Details ansehen. Freier Slot. Können wir nichts machen? Grüner Daumen. Grasangriffsschaden. Oh ja, Grasangriffsschaden. Wichtig. Ändern. Lambal. Oh, wir können den auch Namen geben. Oh. Oh. Da kommen mir Ideen. So, Eignung. Ach, guck mal, das ist das, was sie können. Transport können sie, Handwerk können sie und Farmarbeit können sie. Bewässerung, Stromerzeugung, Sammeln, Bergbau, Kühlung, Arzneimittelherstellung, Holzfällen, Aussaat, Feuerungszeugung. Feuererzeugung. Feuererzeugung. Transport. Okay. So, die Frage, wie wir das gebacken kriegen. Aber okay, das kommt noch. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal noch zwei Betten dazu. Noch zwei so eine PAL-Betten. Snappen die ineinander? Natürlich nicht. Das wäre zu schön gewesen. Das hätte mich gefreut. So, noch ein Bett. Ach, guck mal, da bauen sie automatisch mit. Ah, guck mal. Siehst du, das ist das, was ich doch will. Dass sie halt so ein bisschen selber was bauen. So. So muss man das alles tatsächlich alles nicht mehr selber machen. Ihr dürft da gerne auch noch ein bisschen noch weiterbauen, ne? Dann baue ich es halt selber, wenn ihr das nicht wollt. Das scheint dann entweder ist das noch buggy oder vielleicht haben die auch gerade keinen Bock. Das kann natürlich auch sein. Haben wir auch fertig. Sehr schön. Können wir da noch irgendwas einstellen? Können wir da einstellen, welche Viecher hier pennen? Auch nicht. Okay. Lagerinfo. Wir haben jetzt da momentan unser Team. Keine PALs im Team. Ich denke mal, Team ist, dass man sich vielleicht das ein oder andere PAL nimmt zur Verteidigung oder so, zur Unterstützung. Na, also wenn ich jetzt tatsächlich losziehe und so Dinge tue, dafür ist es, glaube ich, da, glaube ich. So, wir haben 6 Punkte. Gegenstand normaler Schild. Mithilfe von Palladiumstechnologie hergestellter mysteriöser Schild. Regeneriert sich automatisch, nachdem er einige Zeit lang keinen Schaden nimmt. Futtertrog, genau, den wollte ich eigentlich ganz gerne bauen. Bärengarten. Viehfarm, eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pals. Weise der Farm geeignete Pals zu und sie werden automatische Gegenstände. Oh, Fasern und Holz brauche ich dafür. Fasern und Holz. Feuerbogen haben wir hier noch. Ein einfacher Gleitschirm. Oh, das erinnert mich mal so gar nicht an Fortnite. Ein Bauwerk. Ein dekoratives hölzernes Wohnzimmermöbelset. Wer ein Schee macht. So, ich würde sagen, das machen wir. Bärengarten. Ja gut, warum nicht? Und wir haben das Geld, sage ich jetzt mal. Das müssen wir noch herstellen. Stoff müssen wir herstellen. Eine FIFA. Dafür brauchen wir Holz und Fasern. Das ist gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall Holz. Machen wir ein bisschen Holz hier drüben. Dann können wir vielleicht gleich schon mal einen Futterkorb bauen für die kurzen.
Und wie gesagt, dann... Und es wird schon duster, glaube ich, wieder, ne? Oder? Nee, täuscht gerade. Sehr schön. Und gucken wir mal, ob der Kram wieder nachwächst. Ob die Bäume nachwachsen. Palrufen. Ah, gibt es auch Palrufen? Sphären werfen. Palrufen. Ne, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir nachher auch irgendwie Pals haben, die wir losschicken können, um jetzt irgendwelche Bäume zu fällen oder sowas. Ich denke mal, das ist durchaus machbar. Das muss man nur erstmal finden. So, was wollten wir machen? Wir wollten einen Futtertrog haben und wir wollen einen Futtertrog, einen Bärengarten, eine Viehfarm. Genau, das wollen wir haben, weil wir wissen wollen, was passiert. So, hier vielleicht. Oder hier drüben. Also richtig viel Platz haben wir hier aber auch nicht. So, hier so, zack. So, kommen die... Ah, guck mal, die bauen. Die bauen, die bauen, die bauen, die bauen. Hab ich auch noch nie gesehen. Ein Schaf mit einem Hammer. Ungenutzte Statuspunkte. Warum habe ich denn ungenutzte Statuspunkte? Wert erhöhen. Ich habe ich einen Punkt. Ausdauer für Gewicht. Wir nehmen wir mal Gewicht, oder? Nehmen wir mal Gewicht. Bestätigen. Fange 30 Pals und erhöhe dein Level. Ja, gut. Das dauert noch ein bisschen, bevor wir 30 Stück zusammenkriegen. Was wir machen können, wäre mal, so eine Katze nochmal zu fangen. Da liefen die doch auch rum, ne? Liefen nicht hier sogar irgendwie rum? Bis hier unten geht sogar unser Lager. Ja, gut, dahingehend haben wir natürlich das Lager ein bisschen beschissen gesetzt. Normalerweise müssten wir das so zentral setzen, dass wir eher drumherum bauen. Jetzt haben wir hier natürlich sehr viel Platz vergeben auf die Art und Weise. So, wir sollen jetzt aber 30 Pals fangen. Ich habe auch keine Sphären mehr, ich Trottel. Da sollten wir vielleicht erstmal ein paar Sphären organisieren. Guck mal, da ist nämlich eine Kapfer. Aber eine Kapfer bringt uns erstmal nichts. Weil wir gar nichts fangen können gerade. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen was an. Oh, Fallschaden. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Palladium-Bruchstücke. Dann können wir wieder ein paar von den Sphären basteln. Dann können wir nämlich dann auch ein paar Pals fangen. Aber 30 Pals ist natürlich schon heftig. 30 Pals, ey. Außerdem müssen wir uns Klamotten irgendwie... Es kann natürlich sein, wenn wir... Was mir mal so gerade einfällt. Vielleicht ist es ja so, dass wir, wenn wir hier oben diese Farmen bauen, wo wir nachher Katzen und Gedöns sowas drin haben, dass die automatisch Stoff produzieren und sowas. Also zumindest die Schafe, die Lambals. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Hier ist auch noch etliches an Viechers. Waffenbruch, was? Waffenbruch heißt das, dass die um meine Pickaxe kaputt ist oder wie? Warte mal. Gucken wir mal gerade. Tatsächlich. Kann ich die einfach reparieren? Ich glaube, dafür brauchen wir halt diese Reparaturwerkbank, ne? Befürchte ich mal, weil die sind auch fast im Moors. Naja, ich glaube, das müssen wir machen. Ich glaube, ja. Nehmen wir noch ein paar Bärchen mit. Also diese Hühnchen hatte ich jetzt gesehen. Lambals, klar. Aber dann gibt es noch diese Kativas. Dann gibt es da diesen Marmorrest. Den haben wir jetzt schon gesehen. Und diese Chicken. Diese Hühnchen. Aber da muss ich erstmal so eine Reparaturwerkbank gleich erstmal bauen. Damit wir unsere Waffen erstmal, also unsere Werkzeuge erstmal reparieren können. Ja. Viehfarm. Dann haben wir einmal Futtertrog. Da, Reparaturwerkbank. Können wir sogar bauen. Arbeitsmenge.
30 Arbeitsmenge. Ich weiß ja auch nicht, was 30 Arbeitsmenge bedeuten soll. So, und ich habe so das Gefühl, dass du hier nicht hingehörst, oder? Anheben, F. Ah. Ja. Ich glaube, du hast dich ein bisschen festgebackt, kann das sein? In der Nähe gibt es nichts zu tun, Arbeitssuchmodus aktiviert. Aha. Das finde ich sehr sympathisch, dass die einfach so anfangen loszubauen. Oh, wie sie sich freuen, guck mal. Das freut mich, wenn sie sich freuen. Dann freue ich mich auch. So, reparieren. Einmal Stein, einmal Holz. Also zweimal jeweils. Ich repariere ich auch gleich mal, wenn ich könnte. Ich habe nämlich keinen Stein und kein Holz. Rüstung, Schilde. Das könnte ich auch nochmal gleich reparieren, wenn wir schon mal dabei sind. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal Stein. Stein und Holz. Oh, guck mal, was machen die denn hier Feines? Die Tüte hier so ein bisschen noch rum. Ah, guck mal, siehst du, was ich sagte? Einmal Wolle. Aus Wolle können wir garantiert nachher Stoffe herstellen. Aber das machen wir nicht hier, ne? Oder? Können wir da hier ein bisschen... Ich denke mal, wobei... In der Werkbank. Primitive Werkbank. Da können wir doch garantiert was herstellen. Wenn ich denn in der Werkbank gelandet wäre. Frage ich mich nur, warum komme ich hier nicht... Da irgendwie, guck. Irgendwie... Oh, was haben wir hier denn? Lagerfeuer. Lambal-Kebab. Da freut sie sich garantiert, dass wir gleich ihre Brüder und Schwestern hier erstmal wegbraten. Oh, mit der Pfanne, guck mal. Das ist ja lecker. Da kriege ich gerade echt, kriege ich wirklich Hunger gerade, wenn ich sowas sehe. Lecker. Sehr schön. Aber wie kann, warum komme ich jetzt hier auf meine Werkbank nicht mehr rauf? Verstehe es einfach zu nah dran, würde ich fast sagen. Komm, ah, hier ging das jetzt. So, jetzt empfehlen. Da, Stoffe. Stoffe brauchen wir Wolle für. Sehr gut. Sehr gut. Maximum. So. Würden die was machen? Die tun Dinge. Ich denke mal, dann werden sie nicht herstellen, ne? Weil es steht ja Handwerk. Benötigt Handwerk. Ich glaube, Handwerk können die nicht. Das werden dann vielleicht diese Katzen sein. Also diese Kativas oder wie die heißen. Die machen das wahrscheinlich. Da können wir uns nämlich dann gleich nochmal so eine... Nochmal ein paar Klamotten craften, dass wir nicht in der Nacht erfrieren. Uns ist nämlich schon schweinekalt. Sehr gut. Wie viel brauchen wir denn dafür... So, Rezept wählen. Ja, diese Hitbox hier, dass man... Achso, hier, da ist ja auch noch das Fleisch drin. Muss man so ein bisschen hin und her latschen, dann geht's. Ah, maximal. So, dann können wir uns nämlich einmal Stoffkleidung noch bauen. Ja, was auch immer. Wahrscheinlich haben sie sich gerade zum Pennen gelegt. Zack. Dann haben wir mal Klamotten. Guck mal, wie sie da so schön pennen. Oh. Oh. So, haben wir schon was. An Klamotten haben sie automatisch angezogen. Dann gibt es noch was für ein Kopf. Schilde gibt es noch. Geleiter gibt es noch. Accessoires. Nahrung. Rüste Nahrung in diesem Slot aus, die von dir und deinen Pauls bei Hunger automatisch gegessen wird. Sehr interessant. Das finde ich sehr sympathisch. Das finde ich sehr nice. Sympathisches Setting. Oh, guck mal hier, was hier überall rumliegt. Oh mein Gott. Und ich brauche nicht mal groß sammeln. Das macht er automatisch. Sehr cool. Sieht ja schon so ein bisschen süß aus. Da kann man ja nichts sagen. Ne? Alles andere wäre gelogen. So, was haben wir denn noch? Da haben wir Pals. Da haben wir Holztruhen, da können wir noch so einen Essenskorb machen.
Nicht genügend Material, brauchen wir Holz. Okay, Infrastruktur bauen. Verteidigung, ja. Ja, da müssen wir auch nochmal bei. Aber ich würde fast sagen, da wir jetzt die Stunde rum haben, gehen wir rein, schlafen ein Ründchen. Und dann ratzen wir doch mal ein bisschen. So. Eier, Bubu. Sehr schön. Ja, fein. Dann haben wir schon mal eine Stunde hier reingeguckt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob das ein Spiel für euch ist, ob euch das interessiert, ob wir das mal zusammen im Stream spielen oder, naja, Let's Play, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht mal ein, zwei Mal im Stream reinschauen. Gucken wir mal. Ne, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Vielleicht ist ja Palworld ja auch was für euch. Und lasst es mich gerne wissen. Würde mich interessieren, wie ihr das Spiel findet. Und dann sehen wir uns in einem neuen Angezockt oder vielleicht bei Palworld demnächst im Stream oder auf YouTube oder sonst wo. Dann auch wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.